also mit Freunden mindestens jedes Jahr mindestens einmal in Italien. Und dabei haben wir immer den Heimatort von Fausto Coppi besucht, Castellania, in der Nähe von Tortona, auf dem halben Weg zwischen Genua und Mailand, und dabei seine Familie besucht. Den noch lebenden älteren Bruder von Fausto Coppi, Livio, und vor allen Dingen seinen Onkel Giuseppe. Ich habe da ein kleines Foto von damals gemacht mit Freunden, mit unserem Auto beim Besuch. Und war also immer mit der Familie verbunden und habe immer versucht, auf den Spuren von Fausto Coppi zu wandeln, wenn ich in Italien war, Plätze zu besuchen, wo Fausto Coppi war, Wohnorte, wo Fausto Coppi war und so weiter. Und da hat sich einmal eine nette Sache ereignet. Ich habe es ist geschafft, einen Presseausweis zu bekommen für den Start von Mailand Sanremo. Und wie hast du das geschafft? Und durch Beziehungen, durch das Vitamin B. Braucht man im Leben. Braucht man. Ich habe das also geschafft und war am Start zu Mailand Sanremo. Das Rennen wurde damals von Chiappucci gewonnen. Und auf dem Heimweg sind wir über den berühmten Passo Turchino gefahren. Oben am Passo Turchino ist ein Gasthof, der war natürlich überfüllt von den heimströmenden Zuschauern, In- und Ausländer. Und wir haben da also gerade noch einen Platz bekommen. Aber im Gang war eine große Tafel mit all die Fotos drauf. Fotos von Rennfahrern, die bei Mailand Sanremo irgendwie in Erscheinung getreten sind. Und ich bin also so vor dem Tableau gestanden und da ist der Wirt dazugekommen. Und dann hat er gesagt, und ich, scusi signore, sono tedesco, parla poco italiano, no, parla, 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 parla. Also, ich habe ihm versucht zu erzählen, dass ich mich einfach für die alten Fotos interessiere. Und er sagt, schau, da ist Simondi, da ist Adorni, da ist Alfredo Binda und mein großes Idol Fausto Coppi. Was sagt er? Dein Idol, Fausto Coppi? Komm. Da am Tisch sitzt ein Cousin, ein Cugino von Fausto Coppi. Komm, ich stell dich vor. Er nimmt mich bei der Hand, wir gehen dahin, am Tisch sitzen ältere Herren und er macht mich bekannt. Es steht ein Herr auf und schaut mich an. Ich habe ihn zuvor nie in meinem, wir haben uns nie im Leben zuvor gesehen. Er schaut mich an und sagt, du warst gestern in Castellania, also im Heimatort von Coppi. Da habe ich gesagt, ja. Dann sagt er, du warst am Grab von meinem Bruder. Von meinem Cousin. Dann sage ich, ja. Da sagt er, du hast Blumen hinterlegt. Da habe ich gesagt, ja. Dann sagt er, 2 gelbe Gladiolen und 5 rosa. Sag ich, ja. Dann sagt er, due Giro di Francia, 2 Tour de France, 5 Giro d'Italia. Ja. In dem Fall, ich bin gerührt jetzt, haben wir uns in den Arm genommen, haben beide Tränen in die Augen und er sagt, Moment, ich habe was für dich. Und er schenkt mir eine Flasche Wein. Eine Flasche Wein vom Weinberg, den die Eltern von Fausto Coppi betrieben haben, waren Landwirte. Und jetzt wird noch Wein hergestellt und er hat mir diese Flasche Wein geschenkt. Hast du noch in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren immer wieder Kontakt gehabt mit der Familie? Ist das ja, immer. Ältere Bruder von Livio ist dann verstorben. Giuseppe, der Onkel war einmalig. Er hat mich sofort ins Herz geschlossen. Und wie ich ihm gezeigt habe, dass ich von seinem Neffen ein Medaillon trage, hat er gesagt, Moment, ist raufgegangen, ich würde dich bitten, dass du mir dieses
dieses Foto gibt's. Ist rauf in sein Schlafzimmer und hab mir das letzte Foto, das er noch gehabt hat, von seinem Neffen, das letzte Foto, signierte Foto von seinem Neffen, hat er mir geschenkt und hat er gesagt, für dich, bei dir ist es im besten Händen.